Ja, heute gibt es mal eine andere Art von Video. Kein Video, das sich nur mit einem Thema beschäftigt. Auch keine Fragen, die von euch beantwortet werden, sondern einfach ein paar Tipps und Tricks, die mir so die Woche eingefallen sind und die ich euch einfach mal zeigen will. Anfangen möchte ich mit einem ganz leidigen Thema, nämlich dem Thema Verleimen. Und ihr seht hier, dass ich auf meiner Hobelbank eine Platte liegen habe. Mich hat das immer gestört, hier mit Folie zu arbeiten, damit ich mir die Hobelbank nicht einsaue. Vor allem, weil ich gerade mit PU-Leim hier was verleime. Und da stand diese Platte noch in der Ecke und die benutze ich jetzt als Hobelbank-Auflage. Eine Seite habe ich zweimal mit Wasserlack ablackiert, der stand noch da rum. Die andere Seite ist nur grundiert. Und die Seite, die zweimal lackiert ist, da habe ich mir jetzt überlegt, die nehme ich zum Verleimen. Ich habe jetzt eine schöne große ebene Fläche, auf der ich verleimen kann. Wenn dann hier mal Leim auf die Fläche kommt, kann ich den leicht wieder entfernen. Die andere Seite nehme ich, wenn ich öle oder lackiere oder sonst hier mit Farbe rumhantiere. Also das erspart mir jetzt einfach die Folie, die Pappe, was auch immer man da nimmt, um die Hobelbank zu schonen. Und wenn ich fertig bin, stelle ich die Platte einfach in die Ecke. Das sind jetzt Teile von dem aktuellen Online-Kurs, der läuft. Das sind Seitenteile von Stühlen oder einer Bank. Also der Kurs heißt Garten, Stuhl, Garten, Bank. Und die Seitenteile sind bei der Bank und beim Stuhl gleich und die wurden jetzt verleimt und über Nacht trocknen gelassen. Und ihr seht hier, dass da Leim rausgekommen ist. Bei PU-Leim, der noch aufschäumt, ist das natürlich noch mehr als bei herkömmlichem Weißleim. Ich weiß, viele von euch wischen den Leim weg, das mache ich nicht. Ich lasse den Leim aushärten, entweder komplett oder bis er zähflüssig, gummiartig ist. Beim PU-Leim lasse ich das ganz aushärten und dann entferne ich den Leim. Beim Wegwischen reibt man den Leim gerne in die Poren rein, vor allem hier bei Eiche, das ein grobporiges Holz ist. Da landet also der Leim in den Poren und bei der Oberflächenbehandlung werden das helle Flecken. Lässt man den Leim aushärten und entfernt ihn dann, hat man keinen Leim in den Poren oder nur sehr wenig. Hier wird nochmal drüber geschliffen. Nehmt zum Entfernen des Leims ein scharfes Stemmeisen, kein stumpfes. Und dann stecht ihr den Leim sauber ab. Hier kam jetzt der Leim raus. Jetzt nehmt ihr das Stemmeisen, Phase nach unten und stecht diesen Leim ganz vorsichtig und sauber ab. Ihr könnt auch ruhig etwas Holz wegnehmen, ganz minimal. Dann stellt ihr auch sicher, dass da kein Leim zurückbleibt. Dann stecht ihr nochmal von oben nach. Diese Leimwulst muss sich wirklich von ganz alleine lösen. Da wird nicht dran rumgekratzt oder so. Und jetzt ist die Ecke wirklich sauber. Euer Leim ist weg. Jetzt könnte man hier noch vorsichtig in Maserrichtung etwas nachschleifen. Hier ist noch ein kleiner Leimfleck. Auch der wird noch weggemacht und ihr seht hier, ich nehme da ein bisschen Holz mit weg. Deswegen auch das scharfe Stemmeisen. Und schon ist das sauber. Ohne Geschmiere und ohne, dass der Leim in die Poren kommt. Noch ein paar Worte zum PU-Leim. Ich benutze PU-Leim so selten, wie es geht. Ihr seht ja, wo das Problem liegt. Der quellt raus. Das ist aber auch gleichzeitig ein Vorteil, denn der PU-Leim dichtet hier ab. Es gibt den Trugschluss bei vielen, dass PU-Leim eine zu lockere Verbindung ordentlich verleimt. Das stimmt nicht. Ihr seht ja hier, wie dieser Leim, wenn er aufschäumt, von der Konsistenz ist. Das ist ähnlich wie Styropor, ein bisschen fester. Und wenn ihr seine Verbindung habt, die wirklich große Lücken hat, die einfach nicht passt und dieser PU-Leim schäumt dann dazwischen, könnt ihr euch vorstellen, was der noch hält. Also der hält nicht wirklich viel. Der große Vorteil in meinen Augen ist, dass er wirklich diese dünnen Fugen, die gerne mal entstehen, verschließt. Und das hat im Außenbereich einfach den Vorteil, dass dann kein Wasser hier reinkommen kann. Und das sind wirklich die Situationen, in denen ich einen solchen PU-Leim verwende. Und wie gesagt, ich verwende ihn sehr ungern und nur dann, wenn es nicht anders geht.
wenn ich schon diese Stuhl- oder Bankteile hier liegen habe, dann habe ich auch hier noch einen zweiten Tipp für euch, für alle Besitzer der Festool Domino Fräse. Denn diese Zapfenlöcher hier, das wird dann später so aussehen, die sind nicht mit der Oberfräse gemacht, sondern mit der Domino-Fräse. Das zeige ich auch im Online-Kurs. Und da gibt es eine Besonderheit bei der Fräse, die nicht jeder kennt. Und zwar geht es hier um diese Anschläge. Die sind ja federnd gelagert und das hat Riesenvorteile, ganz klar. Es hat aber auch einen Nachteil. Wenn ihr solche langen Schlitze hier fräst, dann greifen diese Anschläge in die Schlitze rein und bei einer ungünstigen Kombination aus der Position eurer Fräsung, dem Durchmesser etc. kann es passieren, dass diese Anschläge hier eure Fräse nach oben drücken und dieser Schlitz hier nicht gerade wird. Das könnt ihr ganz leicht verhindern, denn ihr könnt diese Anschläge hier quasi ausschalten. Hier ist eine kleine Innensechskantschraube und damit funktioniert das. Ihr drückt also den Anschlag rein und dreht dann diese Schraube hier ein. Die greift hinten dran in eine kleine Aussparung. Und dann ist euer Anschlag außer Funktion. Wenn ihr den Anschlag wieder braucht, dreht ihr die Schraube raus. Und schon ist der Anschlag wieder funktionsfähig. Ja, ich bin mir sicher, viele Domino-Besitzer unter euch kannten das schon. Aber für die, die es nicht wussten, ist das vielleicht ein ganz nützlicher Tipp gewesen. Ja, und für die Tisch- oder Formatkreissäge habe ich auch noch ein paar Tipps von euch. Ich fange mal mit den Tipps für die Absaugung an. Denn da kommen auch ganz viele Fragen von euch, wie ich das denn hier gelöst habe und ob ich zufrieden bin. Erstmal zu der ersten Frage. Ja, ich bin zufrieden, auch hier mit der Haube. Zum Thema Haube habe ich ja letzte Woche ein Video gemacht. Das ist die normale Schutzhaube, die bei dieser Maschine, einer Hammer B3, dabei ist. Hier ist ein 50 mm Schlauch angeschlossen, der ist einfach nur aufgestöpselt. Und dieser Schlauch ist relativ kurz und geht dann auf 80 mm. Der erste Tipp, den ich in der Beziehung für euch habe, ist, verjüngt den Durchmesser so spät wie möglich. Hier ist wirklich nur dieses kurze Stück dran, damit das mit dem Handling hier ordentlich funktioniert. Direkt mit dem 80er hier dran zu gehen, war mir einfach zu wuchtig. Da wäre der Adapter hier und das wäre beim Arbeiten mit Schiebestock alles zu dick geworden. Deswegen dieses kurze Stück 50er Rohr hier oder 50er Schlauch besser gesagt, was dann in den 80er reingeht. Dann habt ihr auch schon mehrmals gefragt, wie das eigentlich unten mit dem Anschluss aussieht. Und da stelle ich jetzt mal die Kamera um und zeige euch, wie das da gemacht ist. So sieht das hier aus. Diese Absaugbox hier, diese Verteilerbox, gibt es original so von Felder. Hier ist ein Absperrschieber für den oberen Anschluss drin. Das heißt, wenn man verdeckte Schnitte macht, kann man hier abriegeln und hat mehr Saugleistung unten. Diese Box wird normalerweise auf einen Schlauch angeschlossen. Das heißt, ihr hättet Schlauch, Box, Schlauch. Das war mir alles zu wackelig. Deswegen habe ich die etwas umgebaut. Die passt genau hier in den Anschluss rein. Ich musste nur einen Metallsteg abtrennen, oder nein, Kunststoffsteg abtrennen. Und dann konnte ich das hier festschrauben. Alle Anschlusslöcher sind da. Das kann man problemlos umbauen. Es ist nur etwas fummelig. Und von dieser Box hier im Inneren geht dann der Schlauch zum Sägeblatt. Und dieser Schlauch endet dann hier in diesem Trichter. Da ist also nicht das komplette Sägeblatt umschlossen. Trotzdem funktioniert das, denn die Späne werden ja abgetragen oder ja, die Späne entstehen und werden durch die Zähne genau in diese Richtung hier geleitet und landen dann hier im Absaugtrichter. Dummerweise landen da auch kleine Abschnitte, deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr so ein System habt, kontrolliert hier und da mal den Schlauch, den sieht man da unten, ob da Abschnitte drin sind. Normalerweise ist dieser Schlauch da unten mit Schellen oder mit Kabelbindern fest. Die habe ich abgemacht. Dadurch kann ich den Schlauch einfach schütteln und dadurch landen die Abschnitte hier hinten. Da mache ich dann den Schlauch ab, greife da rein und nehme die Abschnitte raus. Ihr seht auch hier, dass am Boden des Maschinenkörpers hier Späne liegen, aber nur eine dünne Schicht. Das ist von einem Monat Sägen. Also da landet wirklich relativ wenig daneben und das sauge ich einmal im Monat einfach raus. Ja, und das ist die Absaugung selbst. Eigentlich nichts Besonderes. Die ist einfach nur groß genug dimensioniert. Die hat 2500 Kubikmeter, schaufelt also 2500 Kubikmeter pro Stunde hier durch, hat einen Faltenfilter. Das ist sehr wichtig meiner Meinung nach, denn dadurch kann man die Saugleistung möglichst konstant halten. Der Filter wird regelmäßig abgerüttelt, also sauber gemacht. Und ihr seht, hier rieselt jetzt einiges runter.
Das ist einfach der feine Staub, die feinen Späne, die sich im Inneren des Filters sammeln. Die werden dadurch gelöst, fallen in den Sack rein und der Filter ist wieder frei und hat wieder seine gewohnte Saugleistung. Oder besser gesagt, die Anlage hat die gewohnte Saugleistung. Also hier ist im Prinzip nichts Komplexes, nichts Kompliziertes. Für die Elektriker unter euch, das hier wird demnächst verschwinden. Da ist ein Elektriker beauftragt, der das Ganze mal ordentlich verkabelt. Das ist zwar soweit sicher, das sind alles Steckverbindungen. Das hat der Elektriker auch überprüft, das ist alles soweit okay, aber es ist einfach nicht schön, es ist unpraktisch, es entstehen Stolperfallen, das heißt, das hier kommt demnächst weg und da kommt ein Schaltkasten rein, in dem diese Maschine hier samt Absaugung und Vorschub ordentlich verkabelt ist. Also wie gesagt, die Absaugung ist im Prinzip nichts Besonderes, eine Standardabsaugung, relativ günstig sogar, die kriegt ihr ja so um die 500 Euro. Und mit der sauge ich diese Kombimaschine hier ab, auch beim Fräsen und das funktioniert wie gesagt wunderbar. Also alles kein Hexenwerk und ich bin mit dieser Absauglösung bisher wirklich sehr zufrieden. Weiter geht es noch mit der Säge und zwar um das Thema kleine Abschnitte und wie man verhindert, dass die einem um die Ohren fliegen. Ganz verhindern kann man das leider nicht, es fliegt immer mal ein kleiner Abschnitt weg, deswegen der erste Tipp, steht seitlich an der Maschine, nicht dahinter. Wenn was wegfliegt, fliegt es an euch vorbei. Wenn ihr jetzt mehrere solche kleine Abschnitte habt, beispielsweise, wenn ihr viele solche Teile ablenkt auf das fertige Maß, dann habt ihr solche Abschnitte oder ihr schneidet wirklich so kleine Klötzchen mal runter von einer Leiste. Dann passiert es gerne, dass die hinten vom Sägeblatt noch leicht erfasst werden und dann nach vorne geschleudert werden. Und um das zu verhindern, gibt es eine solche Abweisleiste. Die ist jetzt gekauft, die ist nicht teuer, kostet nur ein paar Euro. Dafür war mir das selber machen einfach zu viel Aufwand, deswegen habe ich die fertig gekauft. Die hat hier einen schönen Griff, hat hier unten zwei starke Magnete. Und die kommt jetzt dicht ans Sägeblatt. Wenn ihr keinen Gusstisch habt, dann müsst ihr euch eine Lösung überlegen, wie ihr das mit einer Zwinge befestigen könnt. Wichtig ist, dass diese Leiste hier wirklich sehr spitz zuläuft, dass sie dicht am Sägeblatt anliegt. Und diese Abweisleiste hier, die sorgt jetzt dafür, dass die Klötzchen nicht hinten ans Sägeblatt kommen, sondern hier einfach weggeleitet werden. Und diese Leiste wird so flach wie es geht angebracht, dass hier kein Stück verkanten kann. Deswegen ist die Schräge auch auf der Seite, nicht auf der. Und die Position richtet sich nach der Breite eures Werkstückes, das ihr abschneidet. Also sobald dieses Werkstück komplett durchtrennt ist, kommt es an die Leiste. Das wäre jetzt hier in dem Fall etwa so. Hier wird also das Stück komplett abgetrennt sein an diesem Punkt des Sägeblattes. Da kommt jetzt die Leiste ins Spiel. Das Teil stößt nicht an die Leiste an, weil es spitz ist und wird hier weggeleitet. Ja, das war's von mir für diese Woche. Nur ein kurzes Video diesmal, denn die Woche war wirklich vollgepackt. Ich habe ja hier am Online-Kurs zum einen weitergemacht. Übrigens auch ganz interessant für alle unter euch, die sich für das Thema Stuhlbau interessieren. Der Kurs heißt zwar Gartenbank, Gartenstuhl, aber das meiste, was ich zeige, könnt ihr auch für Stühle im Innenraum umsetzen. Also wenn euch das Thema Stuhlbau interessiert, schaut vielleicht mal rein. Aber nicht nur hier der Online-Kurs hat mich diese Woche stark in Anspruch genommen, sondern auch die dazugehörige Internetseite. Im Hintergrund wird die derzeit stark überarbeitet. Nicht nur was die Optik angeht, da wird sich einiges tun, sondern auch was den Bestellablauf angeht. Und das beschäftigt mich im Moment sehr stark. Deswegen an dieser Stelle heute nur ein kurzes Video. Ich werde euch die Seite auch vorstellen, sobald die fertig ist. Ja, und wie gesagt, das war's von mir für diese Woche. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht was draus. Habt ein schönes Wochenende und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.